Wenn wir uns in die Situation des Morgens hineinversetzen oder der Nacht, ist das erste Wort ein sehr wichtiges. Auf. Oder man kann das auch übersetzen mit kommt. Das heißt, dieser Psalm beginnt mit einer Ermutigung, mit einer Ermunterung. Nicht nur für die, die noch vielleicht noch schlaftrunken, irgendwie halb schlafend in der Stalle, in der Chorstalle hängen oder auf den Bänken sich herumfläzen oder auf irgendwelchen Stühlen oder irgendwie in einem Meditationssitz. Auf! Wenn man so will, ist das schon der Grundimpuls des Christen. Der Grundimpuls des Christen ist, Christus gleichgestaltet zu werden. Das heißt, wenn wir das Morgenlob feiern, das hat immer eine Reminiszenz, eine Erinnerung an die Osternacht. Die Nacht, die Nächte, in denen die großen Geheimnisse der Heilswerdung und des Heilsgeschehens stattfinden. Die Nacht der Inkarnation, die Weihnacht, wie auch die Osternacht. Auf, nicht ab, nicht runter, sondern das ist das, sozusagen der Lobpreis führt uns dazu, aufgerichtet zu sein vor Gott. Der Lobpreis ist nicht etwas, das Gott groß macht. Wir sagen das in einer Präfation für die Werktage. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Aber uns bringt er Segen und Heil. Das ist in diesem Auf schon drin. Lasst uns jauchzen, dem Herrn jubeln, dem Fels unseres Heils. Also eine Aufforderung zum Gotteslob, die nicht irgendwie ins Leere geht, sondern Gott gilt. Darin ist schon, wenn Gott als Fels beschrieben wird, das kommt in vielen Psalmen vor oder bei Jesaja im 26. Kapitel, Gott ist ein ewiger Fels oder der Herr ist mein Fels, unterschiedlich im Psalm 18, der Herr ist mein Fels und meine Burg oder in 61, 89, 94. Das ist ein sehr gebräuchliches Wort. Aber hier wird für uns als Christen zugleich schon das Verständnis größer. Wir kennen vielleicht, wir haben dieses Bildnis doch, das hängt jetzt über der Beichtkapelle, von dem Felsen, der die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung vor dem Ertrinken rettet, indem Mose auf den Befehl Gottes hin mit seinem Stab an den Felsen schlägt und das Wasser bricht heraus. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel, und dieser Fels war Christus. Wir hören dieses Wort mit, wenn es hier gesprochen wird im Psalm. Lasst uns jubeln dem Fels unseres Heiles. Wenn wir normalerweise im Lesejahr A, ist das ja nur, aber bei den Evangelien der Taufvorbereitung, kommt das am 3. Fastensonntag vor, das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Dann hören wir diesen Dialog, der zunächst da scheinbar von vielen Missverständnissen begleitet ist. Die reden zwar miteinander intensiv, aber irgendwie reden sie auch aneinander vorbei, bis schließlich das Eigentliche deutlich wird, was den Taufbewerbern und auch uns, die wir schon getauft sind, deutlich gemacht werden soll. Der Mensch hat einen Durst, der mit nichts weniger zu stillen ist als mit Gott. Nicht mit dem Wasser, ja. Gib mir immer dieses Wasser, damit ich nicht immer hier zum Brunnen laufen muss. Ja. Die Aussage der Frau. Also sie kommt sozusagen langsam, diese Samariterin, auf die Spur. Aber nur mit Christus selber ist dieser große Durst der Menschheit zu stillen. Lasst uns jubeln dem Fels unseres Heiles. Dieser Fels war Christus. Wir sehen, wie das beginnt auszustrahlen in ganz unterschiedliche Textebenen hinein, aber es geht nicht um die Textebenen, sondern eine Identität aufbaut. Mit der Frage, wer bin ich als Christ, wer bin ich als Mensch? Lasst uns mit Lobpreis seinem Angesicht nahen, ihm jubeln mit Liedern. Die Weise, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, ist der Lobpreis. Wir beten das samstags morgens im Sabbatmorgengebet, das wir aus dem Judentum haben. Da heißt es, wo ist der Ort der Gegenwart Gottes?
Und die, die in der Gegenwart Gottes stehen, die Engel, die rufen als Antwort rufen sie, gepriesen. Du thronst über den Liedern Israels, sagt ein Psalm. Das heißt, da, wo Gott gepriesen wird, ist er gegenwärtig. Deshalb nahen wir uns seinem Angesicht mit Liedern. Als Jesaja im Tempel diese große Vision hat, im Kapitel 6 des Jesaja-Buches, da ist es nicht einfach still oder es ist einfach nur gewaltig und es ist viel Rauch, sondern es wird gesungen. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Auch das übernehmen wir an der Messe. Der Lobpreis. Der Lobpreis, in dem Gott gegenwärtig ist. Er thront sozusagen auf dem Lobpreis Israels und auch der Kirche. Die große Einladung zum Lobpreis, um so an der Gegenwart Gottes teilzuhaben. Eine Einweisung in das rechte Menschsein. Was ist das erste Wort des Menschen? Was sagt er als erstes? Er sagt sehr schnell, ich bin es nicht gewesen. Stimmt, aber das war nach dem Sündenfall schon. Das haben wir alle übernommen, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen, leider Gottes. Aber das erste Wort des Menschen ist ein Erstaunen, ein Wort der Dankbarkeit, ein Mund offenstehen. Das ist nämlich als, nachdem Gott dem Adam die ganzen Tiere zugeführt hat, damit er nicht alleine ist und er darf sie alle benennen, das macht er alles ganz brav und schön, aber es ist noch nicht so das Richtige. Und dann lässt er ihn in einen Schlaf fallen, sagt Genesis 2. Und er nimmt eine Rippe, verschließt die Stelle wieder und bildet daraus die Frau, um sie dem Menschen als Gefährtin zuzuführen. Das ist eine Geschichte, die man heute gar nicht oft genug wiederholen kann, weil wir im Moment ja solche Geschlechterdiskussionen haben. Das ist eine Begebenheit der Heiligen Schrift, die grundsätzlich, die nicht schildert, wie wurde die Frau geschaffen, sondern die grundsätzlich Auskunft gibt über den Menschen. Wir müssen das nicht machen wie in Amerika. Wir nehmen diese Geschichte nicht fürs Biologiebuch. Das ist uninteressant. Ja, das hat die Bibel nie beabsichtigt. Aber sie gibt eine anthropologische Sicht. Wer ist der Mensch und wie ist der Mensch? Und die Bibel berichtet, dass er zum ersten Mal was sagt, der Adam. Es wird nicht berichtet, wie er den Mund aufmacht und die Tiere benennt. Es wird einfach nur gesagt, dass er das macht. Aber zum ersten Mal, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Darin drückt sich das ganze Erstaunen und die Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Das heißt, die erste wörtliche Äußerung des Menschen Gott gegenüber ist eine tief empfundene Dankbarkeit. Und ausgerechnet Dankbarkeit für die Polarität der Geschlechter. Im Grunde genommen spielt diese erste Äußerung des Adam spielt in unserem Psalm eine Rolle. Lasst uns mit Lobpreis vor sein Angesicht treten. Denn dann folgt das. Der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge. Sein ist das Meer, von ihm geschaffen, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Wenn wir jetzt im 7-Tage-Schema bleiben von Genesis 1, haben wir sozusagen die Abfolge der Schöpfungstage. Himmel, Land, Meer. Die Schönheit der Natur. Ganz ökologisch, wenn man so will. Wenn wir es ein bisschen zeitgeistig einfärben. Gut. Wir haben Verantwortung nach der Genesis dafür. Für diese Schöpfung Gottes. Er hat sie uns anvertraut. Und dann werden wir aber weitergeführt. Wir sollen nicht nur die ganze Welt, dürfen die nicht nur morgens in den Blick nehmen, sondern es findet wieder eine erneute Einweisung statt. Kommt, noch einmal mit einer bewussten Aufforderung, wie auf, kommt. Was ist nämlich die rechte Einweisung, wie ich mich als Mensch recht verstehe?
damit ich nicht auf die altbekannten Abwege komme. Der rechte Weg ist, kommt, lasst uns niederfallen. Uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn. Und dann kommt die Begründung, der uns geschaffen. Das ist die große, wenn wir das endlich verständen, das ist die große Entlastungsstrategie Gottes. Wir sind nicht Gott. Niemand von uns ist Gott. Und niemand muss weder zu Hause noch sonst irgendwo den Herrgott spielen. Sind wir nicht. Das ist das große Drama aus Genesis. Das, was uns manchmal eingeflüstert wird, ihr werdet sein wie Gott. Tolles Versprechen, geht immer schief. Egal welches Beispiel der Weltgeschichte man nimmt. Egal welches, bis in die Gegenwart hinein. Und es wird immer so sein, es geht immer schief. Wo Menschen sich aufwerfen, um wie Gott zu sein. Deshalb die Einweisung mit den klassischen Haltungen, die wir hier lernen. Prostratio, Inclinatio, Genuflex. Das sich auf den Boden werfen, die Verneigung und die Kniebeuge. Von wegen, das hat sich irgendwann mal so in der Kirchengeschichte spät entwickelt. Jetzt in Psalm 95 stehen alle drei Haltungen. Lasst uns niederfallen, lasst uns vor ihm verneigen, lasst uns knien vor dem Herrn, der uns geschaffen. Ausgehend von Cluny hat man das dann übernommen und hat wirklich, manche Klöster machen das sogar noch, die sich dann wirklich niederknien. Und ich las jetzt neulich bei dem emeritierten Abt von Münster-Schwarzach, dass eines Tages ein Novize kam und ganz erstaunt gesagt hat, ja, aber wir beten das ja jeden Morgen, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann hat er ihm erklärt, dass sie das irgendwann in den 60er Jahren, so im Zuge des Konzils, fanden sie das irgendwie blöd. Ja? Aber dann haben sie es im Konvent zur Diskussion gestellt und heute machen sie es wieder. Also ganz wie es in der Benediktsregel heißt, der Herr gibt manchmal einem Jüngeren ein, das was recht ist. Auch wenn zuvor ein ganzer Konvent sozusagen dagegen war. Das Niederfallen, die Verehrung Gottes, die Anerkennung Gottes als Gott und meine Einordnung im Niederfallen, im Niederknien, im Verneigen vor Gott, dass ich Geschöpf bin. Dass ich nicht, das ist die erste Botschaft, ich bin nicht Gott, er ist Gott. Ich bin sein Geschöpf. Aber auch hier weitet der Psalm sofort. Es gibt hier Gott, hier Mensch, da ist der Schöpfer, das Geschöpf. Aber der Mensch lebt nicht nur als Mensch, sondern er ist Volk. Und er gehört zu einer Herde. Das ist etwas sehr Schönes, was der Psalm mir aufmacht. Es könnte ja auch darum gehen, dass es zunächst mal nur um den Einzelnen geht, sondern der Einzelne als Geschöpf, als Mensch wird zugleich in die Gemeinschaft gestellt. Der uns geschaffen. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Oh, ganz schwierige Punkte sind da angesprochen. Zu welchem Volk wir gehören, sollte klar sein. Das ist ja sozusagen durch das letzte Konzil noch einmal sehr betont worden, wenn das auch nicht alles war, was das Konzil gesagt hat, aber der Begriff des Volkes Gottes ist ein sehr wichtiger. Und wir dürfen zu diesem Volk Gottes gehören. Aber den Begriff der Herde mögen wir dann schon wieder nicht so, weil da hören wir irgendwie, im Deutschen hören wir da Herdentier mit und die Herde trottet so irgendwie hin. Mein Gott, und am Ende gibt es sogar, wo es eine Herde gibt, einen Hirten. Da ist natürlich alles ganz, da brennt alles an. Ja, da brennen sozusagen im Katholizismus heutzutage die Sicherungen durch. Aber auch hier findet Einweisung statt. Wir können wieder einen Bogen, großen Bogen zum Johannesevangelium machen. Zu der Rede vom guten Hirten. Wir werden das in der Osterzeit wieder hören. Zu dieser Herde gehören wir, die vom guten Hirten geführt wird. Nicht von Hirten, wie Ezechiel sagt, die sich selber weiden, sondern vom guten Hirten. Von Christus. Zu seinem Volk gehören wir. Ohne Sprachbarrieren, ohne Nationalitätsgrenzen, wo es eigentlich keine Flüchtlinge gibt. Wir gehören zu diesem Volk, das eine Heimat hat.
Auch das klingt in dem Psalm an. Wenn wir sozusagen von dem Teil des Lobpreises dann, wir sind schon an dieser Scharnierstelle, hin zum zweiten Teil des Psalms kommt, wo es eine sogenannte prophetische Mahnrede gibt. Dass das Volk Gottes auf dem Weg ist, dass die Herde geführt werden muss, dass sie nicht irgendwo sitzen und sagen, hier ist schön, hier bleiben wir, sondern dass es einen Weg zu machen hat, dass es einen Weg zu bestehen hat. Das führt uns sozusagen zum zweiten Teil, der auch wieder mit einem ganz emphatischen Anruf beginnt. Wenn Sie die Übersetzungen anschauen, bei Buber, der hat es zumindest noch, aber alle neueren Übersetzungen haben das heute nicht am Anfang, sondern irgend so ein konditionales Gewürge. Ach, wenn ihr doch heute, so, das ist ja schon vom Satzbau so schrecklich. Ja. Die alte lateinische Übersetzung hat hodie, si vocem eius audieritis. Und dieses heute ist etwas sehr Wichtiges. Denn das, was wir da glauben, diese Einweisung in den Glauben, ist nicht für irgendwann, für irgendwie, sondern für jetzt. Das ist sozusagen mit das wichtigste Signalwort für die Liturgie. Auch die Liturgie ist nicht irgendwie was fürs Museum. Oder wenn ich schon eine Überschrift lese, das ist die andere Seite. Zukunftswerkstatt Liturgie. Die Liturgie ist heute. Das heißt, Gottes Wirken ist heute. Warum singen wir in der Weihnachtspräfation? Heute ist uns der Heiland geboren. Die ganz Schlauen sagen, dann stimmt ja gar nicht. Der ist doch irgendwie da unter Augustus, wir hören das doch im Evangelium, als Quirinius Statthalter von Syrien war, ist er doch geboren. Das, was das Sakrament meint, was die Liturgie meint, ist, heute ist er geboren für uns. Wir werden Ostern hören, heute ist Christus auferstanden. Heute stirbt er für uns. Das ist schon morgens dieses wichtige Signal, heute, heute mit Paulus zu sagen, haben wir unser Heil zu wirken, unseren Beitrag zu leisten. Was ist unser Beitrag? Der Psalm bleibt uns keine Antwort schuldig. Hört. Hörtet ihr doch auf seine Stimme. Und man meint geradezu, man hat Jesus im Original vor sich mit diesem Aufruf. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sagt Jesus oft genug im Evangelium. Und wir merken seine innere Verwandtschaft zum Propheten Jeremia. Es gibt keine Seite beim Propheten Jeremia, und das ist ein ziemlich langes Buch, wo nicht fünfmal mindestens steht, hören oder das Bedauern, hättet ihr doch gehört. Das Hören, manchmal wenn wir eine Singprobe hier haben, sage ich das ja auch, das Hören ist generell die wichtigste Eigenschaft des Christen. Paulus sagt im Römerbrief, der Glaube kommt vom Hören. Das ist auch eine interessante Feststellung. Der Glaube kommt nicht vom Reden. Der Glaube kommt nicht von den Diskussionen. Er kommt vom Hören. Also, genau Paulus an der gleichen Stelle, muss es auch jemand geben, der etwas sagt. Und zwar das Evangelium sagt. Das Wort Gottes sagt, die Stimme Gottes muss gehört werden. Das ist die entscheidende Sache. Hörtet ihr doch auf seine Stimme. Rup Osterhuis sagt das in einem zeitgenössischen Lied einmal sehr schön. Viele Stimmen in die Ohren. Ja, ist auch in der Kirche so. Aber es kommt darauf an, nur eine Stimme zu hören. Wer die Stimme des Sohnes Gottes hört, wird leben, sagt Jesus einmal. Wer die Stimme des Sohnes Gottes hört, wird aus den Gräbern steigen. Deshalb ist es wichtig, in diesem Stimmengewirr, das uns umgibt, nicht nur draußen in der sogenannten Welt, auch in der Kirche, diese eine Stimme gut zu hören. Und die Kirchenväter sagen nicht umsonst, diese Stimme hört man auch in den Psalmen. Christus betet in den Psalmen. Auch hier spricht er zu uns, wie wir das eben von André Louf gehört haben, in dem Gotteswort. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Und da kommt etwas, was wir beim nächsten Mal dann noch vertiefen müssen und vertiefen wollen. Ich will das heute nur andeuten. Das Gegenteil vom Hören, von der Bereitschaft zum Hören, ist das verhärtete Herz. Als der heilige Bernhard seinem früheren Schüler, der dann Papst wurde, Papst Eugen,
eine Schrift widmet, eine kleine, eine sehr lesenswerte Schrift, De Consideratione, also über die Besinnung. Weil der sagt, das ist ja irgendwie schrecklich. Ja. Du kommst ja irgendwie zu gar nichts mehr. Du weißt du eigentlich noch, dass du Mönch warst? Das ist ja, jeder will was von dir. Ja. Er sagt, die ganzen Kamele, die da im Vatikan kommen, oder im Lateran war das damals, ja, die da kommen, du musst die immer an die Tränke führen. Die wollen alle was zu saufen haben. Ja. Du darfst nicht vergessen, selber auch zur Quelle zu gehen. Nicht nur deine ganzen Kamele um dich herum. Also Bernhard hat eine ganz eigene Form von Witz und Ironie. Ziemlich deutlich für unseren heutigen Geschmack, finde ich. Aber der schreibt ihm, vor allen Dingen musst du aufpassen, dass du eines nicht bekommst. Ein verhärtetes Herz. Das ist das Allerschlimmste. Und er macht das dann deutlich. Fragst du jetzt, was das ist, ein verhärtetes Herz? Oh, dann frag den Pharao, der kann es dir sagen. Wenn du das fragst, schreibt er dem Papst, dann hast du schon eines. Dann hast du schon ein verhärtetes Herz, wenn du nicht weißt, was das ist. Herzensverhärtung. Wir, gestern noch, oder wann war das, in der Vigil, haben wir dieses ostkirchliche Gebet gesprochen. Ja? Erweiche unser hartes Herz. Durch deine Worte mach unser Herz weich. Das geht aber nur, wenn wir die wirklich in rechter Weise hören, wenn wir diese Worte wirklich in geistlicher Weise hören. Das Hören ist das Wichtigste der Tradition. Die Benediktsregel beginnt so, ausculta oder obsculta, o filii, höre, mein Sohn, auf die Lehren des Meisters. Wenn diese Bereitschaft zu hören erlischt in der Kirche, dann ist alles zu spät. Dann sind wir aus der Tradition Jesu verabschiedet, aus der Tradition eines Paulus. Ich will beim nächsten Mal, möchte ich Sie bitten, dass wir noch bei Psalm 95 bleiben, weil ich noch versuchen möchte, einige Parallelen zum Buch Genesis und zum Johannesevangelium deutlich zu machen. Und dann werden wir noch einmal weitergehen. Das nächste wird dann der Psalm 51 sein.